Hallo, herzlich willkommen bei meinem kleinen Ausschussreport. Heute hat wieder der Ausschuss Digitale Agenda im Bundestag getagt. Ich möchte euch heute kurz von einer Anhörung erzählen, die wir bestritten haben, und habe auch einen Gast dazu mitgebracht, Dr. Oliver Leistert von der Leuphana Universität in Lüneburg. Dem werde ich auch gleich noch was fragen. Vorher möchte ich euch aber kurz erzählen, worum es da eigentlich geht. Libra, das ist eine von Facebook geplante digitale programmierbare Währung, mit der man super einfach überall auf der Welt Dinge bezahlen können soll. Es soll eine durch echtes Geld im Hintergrund abgedeckte Währung sein, also keine Luftwährung, aber bedeutet natürlich trotzdem mehr oder weniger ein Aushebeln der aktuellen Währungssysteme, die wir kennen, die in der Regel einen bestimmten Währungsraum oder regionalen Raum, wie zum Beispiel die Eurozone mit dem Euro, mit einer gewissen Regulierung verbindet. Das wäre dann anders. Das stellt jede Menge Risiken in Aussicht. Zum Beispiel, dass ein Konzern wie Facebook, der sowieso schon alle Daten von uns absaugt, noch mehr über uns weiß, nämlich zum Beispiel auch, was wir kaufen, wo wir es kaufen, was wir damit zusammen kaufen und alle diese Daten analysiert. Ich würde trotzdem gerne mal den Sachverständigen Oliver Leistert fragen. Es ist ja unbestritten, und in Ihrem Vortrag, jetzt in der Anhörung, haben Sie es auch rübergebracht, dass es sehr, sehr kritisch zu betrachten ist, weil so ein Konzern wie Facebook, der eh schon 2 Milliarden Menschen unter Kontrolle hat faktisch und auch rummanipuliert, wenn der jetzt auch noch mit Geld hantiert und da eine Währung reinbringt. Wenn aber so eine Währung ja auch Vorteile hat, nämlich Bezahlen im digitalen Zeitalter leichter macht, wie könnte man denn ohne Facebook vielleicht so eine digitale programmierbare Währung machen? Und was für positive Nebenwirkungen könnte die vielleicht auch noch haben? Stichwort soziale Gerechtigkeit, aber vielleicht fallen Ihnen auch noch andere ein. Ja, die Technologie, auf der diese Libra-Währung laufen soll, die ist tatsächlich sehr interessant. Und es ist gewissermaßen schade, dass wieder mal die falschen Player mit dieser Technologie nun auf uns zukommen. Denn im Kern sind darin einige Möglichkeiten enthalten, die uns darüber nachdenken lassen können, was eigentlich Geld ist und auch Geld in Geld neue Funktionalitäten hineinprogrammieren kann. So könnten wir uns zum Beispiel überlegen, ob bestimmte Transaktionen, die meinetwegen klimaschädlich sind, nicht automatisch mit einer Steuer belegt werden. Oder dass bestimmte Personengruppen einen bestimmten Bonus bekommen, wenn sie Sachen kaufen. Also das wären, also jenseits der datenschutzrechtlichen Probleme davon, wären das zumindest einmal sozusagen Gedanken, die man haben könnte, wenn es um Digitalwährungen geht. Jetzt, wo Facebook nun mit uns auf dieses diesem Thema auf uns zugerollt ist, sind wir sozusagen nur in der Abwehr und sehen die ganzen Probleme. Und natürlich würde eine multinationale Währung von diesen Konzernen, Facebook einer von vielen, es sind aber wirklich sehr unsympathische Konzerne, also die ganzen Plattformkonzerne sind es eigentlich im Wesentlichen. Nun kommen die also und was machen die? Also die organisieren eine Währung, in der sie vor allem die Risiken wieder sozialisieren würden, denn am Ende werden noch die Währungsbanken dafür verantwortlich. Aber alles andere, jenseits von den Risiken, damit würden denn diese Assoziationen selber spielen können sozusagen und das kontrollieren können. Das ist ein typisches Schema, das kennen wir eigentlich seit den 80er Jahren, 20. Jahrhunderts, nennt sich Neoliberalismus. Und es ist wirklich, wäre wirklich schön, darüber nachzudenken, wie wir jenseits von solchen Großkonzernen eben ein anderes Geld uns erfinden können. Und da bieten sich durchaus Möglichkeiten. Es ist auch nach wie vor, egal wie digital unsere Welt wird, es ist ein Recht, es gibt ein Recht darauf, meiner Meinung nach ein Recht darauf, anonym, auf Anonymität. Das betrifft den Alltag, das betrifft, das ist ein Grundfeste der Demokratie, dass das soziale Miteinander auch anonym passieren kann. Und Bezahlsysteme müssen darum auch hier immer und in Zukunft die Möglichkeit anbieten, zumindest als Möglichkeit, anonymes Bezahlen zuzulassen. Und das ist natürlich eine große Herausforderung für die Konzerne, die gerade diese Technologien erfinden, weil die natürlich genau das nicht wollen. Die wollen ja wissen, wer macht was, also Facebook vorneweg. Das würde dein Geschäftsmodell komplett zerstören. Darum ist, glaube ich, davon auszugehen, dass so etwas wie Libra nicht anonym sein kann.
Das war sehr spannend, fand ich, von Dr. Oliver Leistert von der Leuphana-Universität in Lüneburg, der uns nochmal einen kurzen Einblick gegeben hat, dass digitale Währungen nicht nur eine Bedrohung sein müssen, sondern tatsächlich auch eine Chance sein können, wenn man sie eben nicht neoliberal und von Konzernen gesteuert einsetzt, sondern sich wirklich damit verbundene soziale Innovationen ausdenkt und sich das Heft nicht aus der Hand nehmen lässt. Das, finde ich, ist die gute Nachricht. Und ansonsten werden wir nochmal eine Anhörung haben im Ausschuss Digitale Agenda im Laufe des Oktober, wo wir Vertreter von Libra selbst, der geplanten Digitalwährung, eingeladen haben. Natürlich werde ich euch auch davon berichten. Vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen Tag euch noch.